Wir haben jetzt 13 Uhr und ich bin seit 11 Uhr wach. Und Roat sagt mir nicht, dass er schon 2,5, 3 Stunden bei dem Ort ist. Und ich warte die ganze Zeit wie ein Freund. Ich chill hier, ich denke mir, Roat wird mir Bescheid sagen, wenn wir losfahren. Ich rufe ihn an, ich sage, hey Roat, Bruder, wann müssen wir los? Er sagt, ich bin schon da. Wir sind jetzt im Shuttle-Service, wir sind gerade angekommen. Ich muss sagen, bis jetzt ist das wirklich sehr, sehr, sehr professionell organisiert. Also dicke Props. Jetzt sind wir schon da am Audi-Dom, Hintereingang. Bist du heute wegen einem Team? Nein, ich will einfach, dass alles Spaß hat. Ja, nein. Hauptsache, der Trimix gewinnt nicht. Wie geht's dir? Alles gut, Alhamdulillah. Wie ist hier mit Ball? So, kannst du spielen mit deinem Knie? Also hast du letztes Problem? Muskel, aber ja, ich habe mir gestern so viel Kühlgel raufgeschmiert. Ich habe ein bisschen Angst auf die Schulter, wenn ich Ball gegen Fuß, aber wird schon gehen. Ich habe unter schlimmeren Umständen gespielt. Okay. Das war letztes Mal bei Trimax, war bodenlos. Da war jeder Schritt wie ein Messer. Aber hast du Bock? Ja, Digga, ich bin auch übertrieben nervös. Ich schwöre, gestern habe ich sogar gesagt, ich wünsche jetzt wäre das Fußballspiel. So Lust hatte ich. Ich wollte schon direkt rein, als ich das Feld gesehen habe, dass man nicht so viel laufen muss, aber man unterschätzt das, glaube ich. Oder weißt du, wie anstrengend das ist? Das ist anstrengender als Großfeld. Clip das jetzt und dann ein Gesicht von ihm nach dem ersten Spiel. Was soll denn die Scheiße jetzt? Jetzt hat sich alles aufgegangen. Ich kann gar nichts mehr machen. Du sagst, eventuell hat unser Team die besten Chancen? Ja, jedes Team ist ausgeglichen. Mein persönlicher Favorit ist Vizca Barca, ein bisschen. Sonst ist... Oder ich hab mir 3 Wochen lang Gedanken gemacht zu den Teams. Ja, wenn man sich das anguckt, ist auch fast alles so... Bei uns zum Beispiel, alle bei uns können Fußball spielen, aber keiner von uns ist so richtig krass wie bei euch Sydney oder so. Okay. Aber damit, also du kannst nicht richtig spielen, Monte kann nicht richtig spielen, Roa kann nicht richtig spielen. Mhm. Ihr habt noch Timo bekommen, der auch echt sehr, sehr gut ist. Also ihr habt 2 sehr, sehr gute Spieler. Gib mir mal einen Tipp. Ja, ich habe gar keinen Plan. Wir haben nicht mal, die anderen meinten, die haben schon so vor 2 Wochen über Positionen, Formationen und alles gesprochen. Wir haben gar nichts. Was meine Stärke ist, ist mein Herz. Das ist super. Dass ich über Körper hinausgehe. Ja, ja, das ist Ehrgeiz, das Einzige. Ja. Ich hoffe, das bringt uns heute irgendetwas, weil ich habe mir mal versprochen, dass ich ein Tor schieße. Ja, das kriegst du hin. Wenn wir 6-0 führen gegen euch, ich lasse ich Tor schießen. Das Problem ist, das Versprechen geht niemals auf. Ihr werdet kein 6-0 bekommen. Genau. Weil Motte ist im Tor. Ich habe schon jemandem versprochen, dass ich einen Ratschlag mache, Torjubel. Weißt du wen? Kai Havertz. Wirklich? Ja. Ja, das wäre stark. Ja. Kai, falls du das siehst, vielleicht ist er dafür verantwortlich, dass ich das Tor mache. Ich versuch's. Kai, wenn du das siehst, ich gebe alles. Ein bisschen schon mal drauf trimmen, dass er mir Pass spielt. Benjamin, Bab, umziehen, Lauf ABC gleich. Moin. Geht's lieber, alles klar? Abo, ja. Auch alles gut. Schön, dich mal kennenzulernen. Ja, gleich. Wen habt ihr alles? Rohat habt ihr noch, ne? Rohat, leider. Ja. Pain? Ja, ich glaube, der kann was, ja. Hier, sein Team ist Favorite. Ach, Jungs, man übertreibt doch nicht. Doch. Also, hat Eli gesagt. Muss ja irgendwas dran sein. Ich gehe mich mal umziehen. Hat mich richtig gefreut. Ja, wir sehen uns sowieso. Hoffentlich auf dem Platz. Halbfinale. Ja, doch, ja. Ey, das wäre lustig. Das wäre gut. Wir sind aus wie Profi, Mann. Das sind die 3, die von allen als Falschgeld beurteilt worden sind. Aber Monte ist ja ein Tor. Ja. Wir predikten einfach, dass viele Leute überraschen werden. Also ich sag, ich mach 0 Tore. Ich sag, die machen maximal einen Sieg. Aus welchem Land kommst du? Libanon. Ich mach Spaß, Bruder. Jetzt jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, sag ich, aus welchem Land kommst du? Ja, ich spiele nicht, ich gucke zu. Ja, aber du musst doch Cheerleader sein. Ah, ja, safe. Ich gehe in der Mitte, mach den Backflip nachher. Okay? Schmeißt du nachher mit Rollies hier so in die Ja, 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 ich hab sie dabei. Alles echt, ja? Bist du eine? Ja. Was hast du für eine Tasche? Ey, die ist cool, ehrlich, die ist cool. Oder nach jedem Mal, hä? Was? 1, 2, Ja, 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 Roman sagt, Digga, was? Was? Wie weißt du, was das Lustige ist?
das eigentlich so auffällig gewesen? Ja, das war schon auffällig. Ne? Digga, wie können die das nicht checken? Ich komme auch nicht klar. Ja, komm. Für 2 Minuten waren wir die Kings. Wir sind immer die Kings. Was, wenn ich da jetzt was zu sagen, das wird dir nicht gefallen. Was? Drymax hat mich hochgenommen. Er hat einfach kackdreist gesagt, das sieht scheiße aus. Ich weiß schon, wie es hier fließt. Das war ja auch noch ein Fink, das war nicht schlimm. Wir haben nicht alle so motiviert, die meinen, nein, das sieht nicht schlimm aus. Er kommt um die Ecke und er muss auch ehrlich sein. Das ist schon was witzig aus. Hat er auch recht. Lass dir nichts einbringen. Wir gehen da jetzt raus. Ein Löwe, Adamson. Aber ein rosaner Löwe. Warum? Ich hab mal nicht recht. Hast du meine Nummer gesehen? Bruder, ich kann sie nicht erkennen, weil das so... Was? Die ist doch voll gestretched, die Nummer. Ja, deswegen. Sieht aus wie 77. Aber meinst du nicht, dass du so rein vom Ding jetzt 2x5 Minuten? Das ist das Sandwich gewesen. Nein! 100%! Das war ich sag auch, das war das Tomaten-Mozzarella-Sandwich. Digga, ich hab vorher gecallt, dass es abgelaufen ist. Und ich hab dir gesagt, nein, ist nicht abgelaufen. Ja, es war aber abgelaufen. Das war schon heute Gegenteil gewesen. Warum haben alle anderen nichts gehabt? Hat Amar nicht? Nein. Nein, die anderen haben da gar nichts. Warte mal, was war mit dir eigentlich? Ich hab nichts. Bruder, du hast 3 Stücke Pizza gegessen. Ja, ist egal, wir haben nichts gehabt, Digga. Respektiert. Wegen dir, weil du da wieder einen auf abgehoben gemacht hast vor der Hand. Oh, dann, ich nehm 3 Stück mit. Das ist, weil du den Kühlschrank gemacht hast. Weil du gesagt hast, ist die so, boah, kann man machen. Oder ich hab ich saß jetzt an einer Hauptstraße in München, im Gebüsch, Digga, mit Hose und hab geschissen, Alter. Was ist los von dir? Ich werde Fußball vom Allerfeinsten sehen. Und ich habe ihn auch gerade schon gesehen, selbst Marcel Kahn ist heute auf uns zu sagen geleistet. Das letzte Team ist das Team von Sydney. Das Ding ist frei gegeben. Sydney Mannschaft in den roten Trikots zunächst von links nach rechts. Was ist passiert? Ich habe Kai Havertz gesagt, ich mache ein Tor. Ich habe eins gemacht. Du kannst auch 2 raufmachen. Ich nehme für einen Kumpel. Jetzt bei uns verliert, ist raus. Das heißt, wenn wir jetzt gewinnen, sind wir weiter? Nein, aber wenn ihr verliert, seid ihr raus. Wenn ihr verliert, seid ihr auch raus? Ja, weil wir gegen Marvel sind. Erster, der nicht verliert. Genau. Ich hab schon Erster gesagt. Oh Mann. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich wünsche dir auch viel Erfolg. Möge der Bessere gewinnen. Das ist perfekt. 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 Das ist perfekt.
Ja, das bessere Team hat gewonnen, haben die gut gemacht. Starkes Spiel, keine Chance, da sind so gute Leute mit bei. Aber GG's. Mehdi hat mir sein Handy gegeben zum Aufpassen. Hat er so 20.000 Bilder drauf. Hast du irgendwas aufgenommen? Ja, aber ist lustig. Ist geil, ist voll witzig. Finales Spiel, wir werden das gewinnen müssen jetzt gegen Team Amar. Da ist die Geheimtechnik, einfach draufschießen. Das war ein geiles Spiel. Das hat so Spaß gemacht. Oder umziehen. Lass einen Hadi Yalla machen. So. Die verschenken mir gleich die Schuhe. Also, danke. Wir sehen uns, ja. Ich schwöre, danke. Am Blab, die wird es dir viel mal gut gehen. Oh, wir gehen jetzt raus, After-Show-Party sind wir nicht da natürlich und wir fahren jetzt Sushi essen, den angeblich besten Sushi der Welt laut Monty. Ich habe richtig Bock und war ein mega geiles Event. Mega, mega geil. Korall und Togo. Ich komme aus einer anderen Welt, aber ja. Digga. Ja, okay, komm. Scheiß mal auf diese Kackatmoder. Ich hab keinen Bock, das zu schauspielern. Wir machen einfach gleich im Hotelzimmer auf Hartz-IV-Basis. Oh, war voll cool. Rebel Soul Child got a fist ball. I'm a respawn of ancestors and I'm blessed, huh? They are not him, tell him fess up. Ja, diese Fetten, wie groß sind die? Dieser richtig dicke Bauchspitze, ja. Das Gefühl, gleich knallt das hinten raus.